So ihr Lieben, ganz herzlich willkommen und ich möchte, bevor das Video losgeht, euch noch zeigen, wie ihr mal spielen könnt mit Bots. Weil viele wissen das nicht, ihr geht hier auf Play, dann geht ihr auf Training und dann habt ihr das Practice Tool. Dann fügt ihr euch hier jetzt noch einen Bot hinzu. Ich nehme jetzt mal eine Morgana. Oder ne, können wir irgendwas Cooles nehmen? Wir nehmen jetzt einfach wieder den Alistar, wie von früher. Und jetzt sind wir hier im Champ Select. Und da wähle ich jetzt meinen Charakter aus, von den ganzen Charakteren, die es so gibt. Am Anfang habt ihr nicht so viele, die müsst ihr euch erstmal alle freischalten. Das hat echt lange gedauert, die alle freizuschalten, oder fast alle. Mir fehlen noch 5 oder so. Dann wählt ihr euch euren Charakter. Könnt dann hier noch eure Beschwörerzauber, die ich erwähnt hatte, die hatte ich ja gestern alle aufgezählt, könnt ihr euch 2 aussuchen. Dann könnt ihr hier eure Runen einstellen, am Anfang könnt ihr das auch noch nicht. So, nur am besten guckt einfach im Internet mal nach, was so gut ist, ein Video zu ruhen. Kann ich irgendwann nochmal machen. Und dann drückt ihr einfach auf Login. Und dann startet das Spiel. Hier könnt ihr noch euren Skin, beziehungsweise euren Wort-Skin auswählen. Und sobald ihr das gemacht habt, kommt ihr in den Ladebildschirm und das Spiel lädt. So, ich wechsle die Szene dafür gleich. Ich habe hier voll den roten Fleck. Seht ihr das auch? Das sieht crazy aus. So, wir sind im Ladebildschirm. Und wir haben hier unsere Ahri. Ahri ist mein alter Main. Mittlerweile hole ich sie ab und zu mal wieder raus. Ich habe viele Mains gemaint innerhalb von den letzten 2 Jahren. Und ich packe immer den ein oder anderen Main gern mal wieder aus. Jetzt sind wir wieder hier auf der Map. Und heute geht es um das Wichtigste, nämlich das Gold. Ihr habt am Anfang 500 Gold und ihr kauft euch natürlich die Start-Items. Ihr habt Zugriff auf sehr, sehr, sehr viele Items. Das sieht sehr unübersichtlich aus. Ich habe mir sogar meine Übersicht gemacht für jemanden, der sie braucht. Das sind die Items schön sortiert. Das sind jetzt die für Magier. Diese 16 Stück, die uns interessieren. Ich habe das auch nochmal hier. Das sind diese hier alle etwa. Und das Wichtigste ist, dass man so gut wie möglich an Gold rankommt. Ich spule mal ein bisschen vor, damit es schneller geht. Wie kommt man an Gold ran? Das ist recht simpel, indem ihr Minions killt. So, und ich bin jetzt hier zusammen mit dem Alistar. Und viele Anfänger machen den Fehler, dass die einfach so draufkloppen und dadurch CS verlieren. Am Anfang muss man auch sagen, es ist echt schwer zu last-hitten, gerade am Anfang verkackt man den einen oder anderen. Ich mache das jetzt auch nicht so, ich versuche, so gut wie möglich zu sein. Ihr seht jetzt auch mal im Vergleich, wie es circa ein Goldspieler macht. Und dabei auch noch den Gegner so ein bisschen zu harassen. So. Das Wichtigste ist, dass ihr möglichst effektiv halt Gold generiert. Man kann das auch über Kills machen. Und ich will euch nur mal eine Sache sagen zum Thema Goldgeneration. Fuck, der Minion hat nicht gesehen. Wenn ihr circa 20 Farm mehr habt als der Gegner, entspricht das etwa einem Kill. Ich ignite ihn. Oder ihr könnt natürlich auch Gold generieren, indem ihr First Blood macht. Oder Kills macht. Für First Blood gibt es 400 Gold, wie ihr gerade gesehen habt. Da waren so eine riesige 400. Boah, das ist immer so cool. Und die Anfänger denken sich, ja, was ist das schon? Einmal sterben. Aber wenn man einmal stirbt, ist das nicht schlimm. Wenn man schon zweimal stirbt, im Competitive-Bereich, also wo das wirklich professionell gemacht wird, sagt man 2 Kills und die Lane ist verloren. Dann ist der Gegner zu stark. Und das stimmt wirklich. Man sagt, etwa ab 700 Gold ist man so stark, dass der Gegner keine Chance mehr hat. Das ist natürlich ein sehr ungleiches Matchup. Ein Alistar gegen Ahri. Aber es ist tatsächlich so, wenn ihr ca. 700 Gold mehr habt, das sind ca. 20 bis 25 Minions ca. und First Blood, dann seid ihr
stärker als der Gegner. Man kann es auch einfacher sagen. Wir kaufen uns jetzt wieder wie hier. Ich gehe jetzt wieder hier hin. Übrigens zu den Items. Muss ich auch noch was dazu sagen? Das habe ich beim letzten Mal nicht gesagt. Ihr könnt Gegenstände auch, auch zusammenstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier seid und ich habe jetzt das Gold, da würde ich sagen, fuck, dieses Item kann ich mir nicht laufen, muss ich wieder kaufen, muss ich wieder zurücklaufen. Nee. Ihr könnt auch auf das Item draufklicken. Und hier seht ihr, wie sich das Item zusammensetzt. Das wird dann später zu diesem Gegenstand. Und ihr baut halt erst diese Teilkomponente aus mehreren Gründen. Und dann kauft ihr einfach die Teilkomponenten. Und lauft dann wieder auf die Lane zurück. Der Alistair hat jetzt mehr Farm als ich. Und man sagt etwa, man ist stärker als der Gegner, sobald man zwei Level über ihm ist. Oder halt zwei Kills mehr hat. Oder halt ein Kill mehr und 25 Farm. Dann sollte man den Gegner nicht mehr fighten. Zum Beispiel der Alistair wird jetzt sterben durch den Tower. Jetzt sollte er mich nicht mehr bekämpfen. Es gibt so einen kleinen Indikator, das kann man aber in Bot-Games nicht sehen. Wenn ihr mal Tab drückt, dann habt ihr diese Tabelle über alle Spieler, die gerade im Spiel sind. Jetzt sind wir übrigens schon Level 6. Und da seht ihr es. Er ist Level 4, ich bin Level 6. Also ich bin deutlich stärker als er, habe auch 10 Farm mehr und 2 Kills. Er sollte mich jetzt nicht mehr fighten, einfach weil ich 2 Level über ihm bin und viel mehr Gold habe. Auch von den Items stärker bin. Und das zweite. Das zweite Wichtige ist, das, was wollte ich sagen? Hier, über eurer KDA, also wo hier 200 bei mir steht, steht dann manchmal so ein plus irgendwas Gold, so plus 150 Gold oder sowas. Schaut euch das an, er kann mich nicht fighten, wenn er zwei Level, wenn ich zwei Level über ihm bin, hat er eh keine Chance gegen mich. Ich habe leider gerade keine Mana mehr, die laden sich gerade wieder auf. Nee. Nee, okay, dann nicht. Also, Gold ist sehr wichtig, wie ihr seht. Ich habe ihn jetzt nur zweimal gekillt. Und Farm habe ich auch deutlich mehr als er. Und weil das eben so ist, bin ich halt einfach viel stärker als er. Deshalb ist Gold so wichtig. Die Frage ist, wie kriegt man jetzt Gold? Man kriegt Gold durch Lane Minions. Durch die hier. Wenn man die Last hittet. Durch das Last Hitten von solchen Jungle Camps bekommt man die auch. Das macht dann meist der Jungler. Also wenn ich die jetzt kille, Last Hitte. Es gibt ja niemanden, der die wirklich contestet, außer der gegnerische Jungler kommt da, das ist aber was ganz anderes. Hier so. Wenn ich den kille, bekomme ich jetzt 100 Gold. Wie ihr gesehen habt. Also das bringt auch Gold. Dann, wenn wir den Drache, den hier, oder den Baron, der jetzt noch nicht da ist, killt, bekommt ihr auch Gold. Wenn ihr die Tower oder Turret Platings killt, bekommt dein ganzes Team Gold, was ziemlich geil ist. Also wenn ich hier quasi den Tower jetzt kaputt mache, und jetzt hier rangehe und drauf haue, und ihr seht, wie schnell der schmilzt. Hier, ihr seht, ich habe 120 Gold bekommen. Und wenn ihr den ganzen Tower zerstört, bekommt ihr nochmal Gold fürs ganze Team. Vor allem beim ersten Tower gibt es richtig viel Gold. Da gibt es irgendwie 500 für euch. Ich glaube 250 und nochmal 150 für jeden aus dem Team. Das ist ziemlich geil. Das sind so circa 1000 Gold, die ans ganze Team rausgehen. Das ist... Und wenn ich euch nur sage, 700 Gold ist schon ein ziemlich krasser Lead. Dann wisst ihr, was da Sache ist. Das sollte ein Anfänger-Information zum Thema Gold sein. Die Frage ist, wofür gebe ich es jetzt aus? Es gibt sehr viele Gegenstände, die ihr im Shop kaufen könnt. Eine Sache ist auch wichtig. Wenn ihr quasi jetzt euren Gegner... Ich bräuchte mal ein paar Cooldowns. Ja, den habe ich doch.
Der ist tot. So, wenn ich ihn jetzt habe und ich habe jetzt mehr Gold als er, weil ich ihn gekillt habe oder weil ich mehr Minions habe, was weiß ich, dann bringt euch dieser Lied erstmal nichts. Er bringt euch ja erst was, wenn ihr bessere Gegenstände euch davon gekauft habt, denn die kaufen sich ja nicht von alleine, außer ihr seid Ohren. Ihr geht dann Base, beziehungsweise die meisten wollen dann erstmal noch Platings machen. Da kann man ja nochmal extra Gold bekommen. Aber wenn der Gegner jetzt in der Basis ist, ihr seht, was er für Gegenstände hat, er wird jetzt neue Gegenstände einkaufen, wenn er sich welche holen konnte. Also wird er machen, denke ich. Und die Sache ist, selbst wenn er eigentlich weniger Gold hat als ihr, wird er trotzdem stärker sein als ihr, weil er ja schon einkaufen war. Was hat er? Ihr seht das, jetzt hat er noch ein bisschen Rüstung. Bringt ihm zwar gegen einen Magier wie mich gar nichts, aber in dem Fall müsste man dann natürlich nicht Base gehen. Aber ihr geht trotzdem Base, weil ihr wollt quasi auf dasselbe Niveau, was er hat. Das heißt, ihr portet Base. Ihr könnt dann hier eure weiteren Gegenstände einkaufen und seid jetzt wieder stärker als er. Ich hätte ihn auch so wieder gekillt. Schaut mal, wie viel Schaden ich ihm jetzt schon mache. Ich kann ihn igniten, das reicht doch schon fast. Das meine ich damit. Und ich bekomme jetzt auch nur noch 175 Gold, weil ich ihn schon viel zu oft gekillt habe. Das nennt man auch Bounty. 175 Gold, das bedeutet, ich bin schon ziemlich viel Gold wert. Wenn er mich killen würde, würde er auch mehr als 300 Gold bekommen. Wenn ihr 700 Gold, das ist vielleicht auch etwas, was nicht viele wissen, das gehört auch so ein bisschen zu den Advanced. Ich will ja auch ein bisschen was anderes erzählen. Wenn ihr 700 Gold mehr verdient habt als der Gegner an Lane Minions, nachdem er einmal gestorben ist, im Verhältnis zu ihm, also mehr Gold verdient habt als er, und zwar mindestens 700, dann bekommt ihr einen Bounty von 150. Bedeutet, wenn er euch killt, bekommt er normalerweise 300 und so bekommt ihr nochmal 150 on top, also 450, einfach weil ihr schon sehr stark seid. Und wenn man euch dann killt, dann soll natürlich der Anreiz weiter zu fighten, soll natürlich gegeben sein, damit das Spiel weiterhin belebt ist. Und deshalb gibt es diese Bounties. Pro nach 700 Gold um 150. Allerdings müsste ich dafür erst einmal sterben. Jetzt sehen wir erstmal kurz den Power. 400 Gold plus 50 Gold für den Tower zerstört sind 450 plus nochmal 150 sind sehr viel Gold halt. Wenn ich jetzt einmal sterbe. Hi. Ich will den jetzt nicht killen eigentlich. Ich gehe da mal weg. Wenn ich jetzt sterbe und danach mehr Gold verdiene, bekomme ich einen Bounty. So, Shutdown. Der Alistair bekommt. Hier, schaut mal, wie viel Gold er bekommen hat. Er hat 675 Gold bekommen. Ich hatte schon einen Bounty von 375. Wir gucken uns das mal an. 700 Gold mehr. Das sind etwa 40 Minions. Also, es sind, wie viel waren es? 450 hat er. Okay, das heißt 150. Er hat noch 300 mehr bekommen. Das sind so viel wie 2 Kills. Ja, das kommt hin. Also 150 Bounty durch die Minions. 700 Gold durch Minions. 4 Kills sind nochmal 2 mal 700 Gold etwa. Und dann haben wir 150 plus 150 plus 150 sind 450. 450 plus die 300. Also nochmal ganz von vorne. Er hat 675 Bonus-Bounty bekommen. Wie kommt das zustande? Erstmal 300 durch den normalen Kill, ne? Und dann sind dann noch 375. Und zwar einmal durch 2 Kills. 150 Gold, 150 plus 150 sind 300. Dann nochmal durch die Lane-Minions, die ich gekillt habe. Auch nochmal etwa 150, weil ich 40 mehr hatte als er oder so. Oder 200 sind das etwa. Das sind dann 500 plus... Ja, das kommt dann schon etwa hin. Also dann plus die 350, das sind dann 900 und das, was er bekommen hat, sind 975 Gold. Deswegen kommt das auch hin. Und das solltet ihr auch, wenn ihr vorne seid, jetzt kauft ihr übrigens dieses Item, weil ihr alles schon gekauft habt.
nicht den Fehler machen und denken, ah, dieses Item habe ich noch nicht, weil es hier noch nicht ist. Ich kaufe mir das, das habt ihr schon mal gekauft. Weil ihr auch Items verbessern könnt. Und das nennt man auch Bounty. Und wenn ich jetzt mehr Gold verdiene, wird das sogar angezeigt. Und wenn der Alistair jetzt sehen würde, okay, ich habe voll den krassen Bounty, mein Gegner hat voll den krassen Bounty, dann sollte er nicht unbedingt alleine fighten. Das bekommt er aber auch nur an Lane-Minions, soweit ich weiß. Die kriegen wir jetzt zum Glück recht fix. Und jeder Champion hat einen anderen Power-Spike. Es gibt Champions, die sind mit einem halben Item stark. Es gibt welche, die sind auch ohne Items schon stark, aber werden dann später schlecht. Es gibt Champions, die sind selbst mit 4 Items noch nicht stark. Die brauchen wirklich volle 5 Items, um richtig powerful zu werden. Das kommt halt auch immer ganz darauf an, was ihr für einen Champion habt und wie ihr spielt. Und auch welche Rolle. Role Assignments wären nochmal ganz wichtig. So, wenn ihr das, was ich jetzt erzählt habe, muss man aber nicht unbedingt verstehen. Wir kriegen jetzt den nächsten Turm. Das gibt uns auch nochmal 300 Gold fürs ganze Team. Ne, nur für mich. Aber trotzdem. Das ist sehr viel Gold. Deshalb ist es auch immer gut, die Türme zu machen, weil die bringen euch erstens ein Lead über die Karte. Ihr seid stärker als die Gegner. Und, ja, ihr habt einfach sehr viel Gold. Eure Minions werden übrigens auch stärker, wenn ihr Türme zerstört. Das habe ich aus Versehen die Ehe zum zweiten Mal geskillt. Ich weiß gar nicht, macht man das mittlerweile auf Ari? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob der Bounty bei mir überhaupt angezeigt wird, weil es ein Botgame ist. Ich glaube, es wird gar nicht angezeigt. Ich glaube, das wird nur für den Gegner angezeigt. Vorhin war der auch nicht angezeigt und ihr habt ja auch gesehen, was der für einen Shutdown bekommen hat. Also Shutdown bedeutet, wenn jemand einen Bounty hat und man quasi ihn killt. Das ist ein Bounty. Was ich vielleicht auch noch vergessen habe zu erwähnen, weil das so für mich auch so ein bisschen zu essentiellen Dingen zählt. Wenn ihr sterbt, dann respawnt ihr in der Base nach einer gewissen Zeit. Das wird immer länger, je länger das Spiel dauert, je höher euer Level ist. Ich bin ja jetzt schon Level 12. Der Alistair ist jetzt auch schon Level 11. Und um mich mal zu orientieren, was den Farm angeht, das Video werde ich bei Minute 20 laufen lassen. Weil das ist so ein Punkt beim Farm, der recht wichtig ist. Ich habe jetzt anständig auch gefarmt. Da muss ich echt sagen, also Farm ist okay. Ein Punkt ist auch ganz wichtig, wenn ihr einen guten Farm haben wollt, macht die Sidelane-Camps, also auch diese Sachen hier, die könnt ihr auch immer machen, aber das gehört dann schon ein bisschen zu Advanced-Strategien. Ich will jetzt möglichst viel haben, deswegen laufe ich gerade von Lane zu Lane und snack mir den ganzen Farm. Okay, ich glaube, egal wie viel ich farme, der Bounty wird nicht angezeigt. So. Danach kaufte ich halt einfach die nächsten Gegenstände. Und ich habe jetzt auch keine Kills mehr gemacht. Und trotzdem kann ich mir schon den nächsten Gegenstand holen. Ich kann das sortieren. Irgendwann, ihr könnt auch Gegenstände verkaufen, so mit Rechtsklick. Ich verkaufe jetzt einfach mal die Tränke, so YOLO-mäßig. Weiß ich nicht wieso. Und das könnt ihr auch verkaufen irgendwann. Wenn ihr keinen Platz mehr habt, verkauft diese Anfangsgegenstände einfach. Um euch mal zu orientieren. Es gibt so eine Faustregel. Die hätte ich auch nicht immer ein, vor allem in Normal Games nicht, wenn ich echt manchmal ein bisschen YOLO spiele. Der Arme. Und zwar bei Minute 20, deswegen geht das nur bis Minute 20, sollte ich niemals unter 100 Farm haben. Orientiert euch mal an diesem Grundwert. Wenn ihr es jetzt mit Gold vergleicht, ich finde Goldfarmen sowieso richtig scheiße, um ehrlich zu sein. Also die Pros, die werden jetzt schon 200 Farmen teilweise haben, 150 bis 200 in Competitive Games, aber wenn du die in meinen Solo-Queue-Games zuschaust, haben die auch nicht, haben die jetzt so vielleicht bei Minute 20, haben die vielleicht 150, 160.
im Pro-Gaming-Bereich, also wenn du E-Sports schaust, dann haben die auch schon ihre 200 Farm. Deshalb orientiert euch nicht an den Pros, sondern erstmal an diesem Richtwert. Bei Minute 20, das muss man erstmal üben, niemals unter 100 Farm haben. Das ist ganz wichtig. So, den haben wir jetzt nochmal gekillt. Und wir haben jetzt 150 Farm. Bei Minute 20, denkt dran, 100 Farm haben. Das ist so eine gute Messlatte, an der man, auch wenn man neu ist in dem Spiel, erstmal eine Weile lang zu arbeiten hat, bis man diesen Wert auch erstmal erreicht. Aber am Anfang geht es ja eh erstmal um andere Dinge. Man will auch erstmal Spaß haben. Und das ist auch okay. Das ist nur, falls ihr später in Ranked Games reinkommt. Also, wenn man Ranked spielt und bei Minute 20 keine 100 Farm schafft, auf einer Lane, also jetzt nicht Jungle und Support, das nehme ich jetzt mal ausgenommen, wobei das sollte auch drin sein, dann solltet ihr kein Ranked spielen. Ganz ehrlich, dann seid ihr nicht für Ranked gemacht. So, wir haben jetzt 160 Farm. Das wird ein bisschen falsch angezeigt. Ah doch, jetzt hat es aktualisiert. Das war's soweit von Ari. Beziehungsweise zum Video, wie kommt man effektiv an Gold ran? Vor allem, was dir empfohlen werden. Das sind so die empfohlenen Gegenstände. Natürlich, ich baue auf Ari längst andere Items. Also die empfohlenen Gegenstände sind nicht immer die besten. Da muss man dann im Internet nachschauen, was das Beste ist. Das war's aber von meiner Seite. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch ein bisschen länger, weil ich möchte euch mal zeigen, was man so mit Farming erreichen kann. Durch die 5 Kills haben wir circa 120, 130 Gold rein. 300.400 Gold haben wir reingekriegt haben dadurch. Also jetzt auch nicht so ultra viel. Und ja, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut. Tschüss.